Willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe Schröders Nebenwerte Watchlist. Michael Schröder vom Anlegermagazin Der Aktionär macht uns mal wieder aufmerksam auf Nebenwerte, auf die wir vielleicht sonst gar nicht gestoßen wären. Oh, ja. Adva Optical kennen wir mittlerweile aber alle relativ gut. Am Donnerstag wird es Zahlen geben. Liebe Zuschauer, wir werden dann auch den Finanzvorstand am Donnerstag hier im Interview haben. Jetzt aber im Vorfeld erstmal an dich das Wort, Michael. Du meintest, so vor den Zahlen wäre erstmal Konsolidierung höchstwahrscheinlich angesagt, aber die Aktie scheint sich ja eigentlich ganz gut zu performen. Ja, tatsächlich gesehen. Wir sind jetzt hier schön nach oben rausgegangen, haben es öfteren besprochen, die GD200 hinter uns gelassen, in die nächste Widerstandszone knapp um 9 Euro eingelaufen. Jetzt haben wir hier die Konsolidierung und die wird der aller Wahrscheinlichkeit tatsächlich bis Donnerstag andauern, weil dann kommt der Geschäftsbericht für 2016 und der Ausblick aufs laufende Jahr. Das ist das, was hier entscheidend ist. Näher auf den Ausblick und die Zahlen will ich gar nicht eingehen, haben wir schon oft gemacht. Kann man am Aktionär online im Internet auch alles nachlesen. Wir wollen ein bisschen ja hier über die schönen Linien sprechen. Vielleicht kannst du gleich mal, ich habe jetzt mal eine 3-Jahres-Chart, wenn ich es früher morgen richtig gemacht habe, mitgebracht. Sehr gut. Und da sieht man jetzt tatsächlich, wohin die Reise gehen sollte. Wir haben jetzt einmal hier die 10-Euro-Marke und dann die Hochs 10,78, wenn sich der Ausblick tatsächlich so einstellt, wie ich es erwarte, dass die Margen tatsächlich in diesem Jahr sich deutlich verbessern können, dann sollte es hier tatsächlich Richtung 10,78 Euro gehen, dass wir hier in die alten Rekordstände, also der letzten Jahre, jeder weiß, etwa gibt es schon etwas länger am Markt, über die 2000er Jahre müssen wir nicht reden, da stand die Aktie mit Sicherheit deutlich höher, aber ja, wie gesagt, kurz mittelfristig sollte es dann hier Richtung 10,78 Euro gehen und dann werden wir mal sehen, wie sich die Gesellschaft im Laufe des Jahres entwickelt. Und dann kann man auch über höhere Kurse sprechen. Also vielleicht der Anfang hier wie 2015, dass wir hier in eine dynamische Fortsetzung dieser Aufwärtsbewegung gehen und die Karten werden dann spätestens an der 10,78 neu gemischt. Wir werden auf jeden Fall nämlich am nächsten Montag nochmal drüber auf sprechen. Vorher, liebe Zuschauer, natürlich auch hier im Programm. Und ich sage es nochmal, den Finanzvorstand von Adva Optical haben wir dann am Donnerstagvormittag hier im Interview. Zahlen gab es bereits bei Grenke Leasing. Mhm. Die waren auch ganz gut, robust, guter Ausblick. Viele Analysten haben sich auch schon zu Wort gemeldet. Zum Beispiel Deutsche Bank, Equinet, beide mit Kaufempfehlungen, Kurszielen im Bereich von 160 bis 200 Euro. Wie ist, teilst du diese Meinung? Ja, ich teile diese Meinung auch. Ich habe mich operativ mit dem Unternehmen tatsächlich nicht so detailliert beschäftigt, aber du hast es schon gesagt, hier man sieht, die Zahlen sind gut angekommen. Wir haben hier eine schöne Konsolidierung dieser Kurskerze, positiven Kursreaktion gesehen. Wir hatten zuvor hier eine schöne Abwärtsbewegung. Wir haben beziehungsweise in der letzten Woche eine Position mit einem Hebelzertifikat ins Realdepot gekauft, um hier diese Trendfortsetzung und das Kaufsignal mit dem Sprung über die GD200, man sieht immer wieder, wie entscheidend, wie wichtig es ist, dieses Szenario zu spielen. Und man sieht, es ist bisher von Erfolg gekrönt. Wir sind jetzt hier schon bis 170 Euro nach oben gelaufen. Und ja, die nächsten Ziele, das ist immer die Frage vielleicht genau, der 3-Jahres-Chart, da sieht man jetzt tatsächlich nicht viel mehr. Das Einzige, was man sieht, das hier aus charttechnischer Sicht tatsächlich auch die 200-Euro-Marke eben nach dieser Konsolidierung. Jetzt kommt der Ausbruch aus dieser Konsolidierung. Mittelfristiger Abwärtstrend ist gebrochen. Operativ hast du gesagt, die Analysten gehen auch in die Richtung von 200 Euro. Aus charttechnischer Sicht passt das ebenfalls. Unser erstes Ziel ist hier die 180, das letzte Zwischenverlaufshoch. Also hier eine richtig schöne Trading-Gelegenheit und es ist noch nicht zu spät, hier vielleicht auch noch einen Fuß mit in die Tür zu setzen. Sehr gut. Wir machen weiter mit der Aktie von Mutares. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich jetzt schon mal mit dir darüber gesprochen habe. Auf jeden Fall ist eine Beteiligungsgesellschaft mit dem Ziel des Erwerbs von mittelständischen Unternehmen in Turnaround-Situationen und dann deren anschließende Restrukturierung. Wenn ich mir jetzt aber diesen Chart so anschaue, sieht es so aus, als könnte Mutares selbst so eine kleine Restrukturierung. Nein, ganz und gar nicht. Der Chart täuscht hier wieder mal dann doch mein Fehler. Hier hätten wir ein kürzeres Chartbild nehmen müssen. Deswegen den 3-Jahres-Chart, der hinten rangehängt ist, den können wir im Prinzip hier sieht man noch, das ist ein Split, das ist kein Kurssturz, kein Theater. Über den Schaden müssen wir jetzt dann tatsächlich nicht viel sprechen, das müssen wir in der nächsten Woche ein bisschen verbessern, das holen wir dann nochmal nach. Aha. Geschichte ist hier die Restrukturierung, ja, es wurden jetzt in der Vergangenheit einige Beteiligungen eingegangen, aber eben auch in der letzten Woche tatsächlich mal ein Teilexit vollzogen, der ein bisschen Geld in die Kasse spült, der sich dann fürs laufende Jahr im nächsten Jahr nach der Hauptversammlung auf die Dividende positiv auswirkt. Das Unternehmen ist operativ
auf Kurs. Die Unternehmen, die Analysten in das Unternehmen covern, sehen die Aktie bei 20 Euro fair bewertet. Wir sehen, wir sind jetzt hier bei 15 Euro im Tief. Sieht man derzeit hier nicht. Stelle ich mich mal direkt vor, dann sieht man von dem Chart eh nicht mehr sehr viele. Sind von 11 jetzt nach oben gelaufen Richtung 15. Jetzt sollte sich hier tatsächlich ein neuer Aufwärtstrend etablieren und dann über auf Jahressicht könnte die Aktie tatsächlich Kurs Richtung 20 Euro nehmen. Dazwischen liegen noch ein paar horizontale Widerstände bei 16 und 18 Euro. Ich erzähle einfach mal das, was man in den Chart nicht, sehen kann. Wir werden es nächste Woche dann nochmal darstellen und nochmal überarbeiten. Dann kann man das Ganze besser sehen. Also auf dem Weg nach oben die Widerstände 16, 18 Euro. Das Ziel auf Jahressicht 20 Euro. Also nichts, was jetzt hier schlagartig nach oben explodieren sollte, aber eine kontinuierliche Aufwärtstrend erwarten wir jetzt schon. Machen wir weiter mit TUI, Michael, in der Hoffnung, dass der Chart hier mitspielt. Ja, das sieht gut aus. Hier gab es auch unlängst Zahlen. Wie bewertest du die? Zahlen waren einwandfrei. Das Q1, das Geschäft läuft, die Verlagerung, das hat der Vorstand ganz klar dargestellt, dass er jetzt dahin geht, wo eben das Geld ist, wo die Gäste tatsächlich sind. Das wird sich auch nachhaltig weiter in operativ positive Geschäftsentwicklung ummünzen. Wir haben hier eine Dividendenausschüttung von 63 Cent gehabt. Und wir haben hier, und das ist die Krux, hier, wenn man es rüber sieht, wir haben es in der letzten Zeit schon öfter angesprochen, die 14-Euro-Marke, den horizontalen Widerstand, kurz überwunden, sind dann leider Gottes wieder nach unten abgelaufen, ging gleichzeitig mit dem Dividendenabschlag von 63 Cent, ist eine kleine heikle Geschichte. Kurzum, ich gehe davon aus, dass wir uns jetzt hier in dem Bereich wieder stabilisieren und diese Aufwärtsbewegung, die wir jetzt bisher gesehen haben, seit dem letzten Herbst wieder fortsetzen und dann begleitet von einer operativen Entwicklung und begleitet von Zukäufen seitens des Großaktionärs. Wir haben im Aktionär auch schon öfter darüber berichtet, dass wir dann tatsächlich jetzt hier auf Jahressicht wieder in diese Kursregion um 17, also zwischen 16 und 18 Euro vorstoßen. Operativ gibt es das her. Charttechnik kriegen wir hier richtig Schwung, wenn wir diese 14-Euro-Marke nachhaltig überwinden. Das Turnaround ist dennoch in vollem Gange, kann das man sagen. Es funktioniert alles und man hat es auch hier 2014 schon mal gesehen und zwischendurch gesehen. Es kann dann auch mal recht schnell gehen mit einer dynamischeren Aufwärtsbewegung. Dynamisch ist ein gutes Stichwort für unseren letzten Wert, Elmos Semiconductors. Da war zuletzt auch richtig Dynamit drin, wie man sieht. Was hat denn das angefeuert? Das waren die Zahlen. Elmos Semiconductor hat ein starkes Q4 gehabt und auch vermeldet und entsprechend recht positives Ergebnis für 2016 und auch einen relativ soliden Ausblick auf 2017. Der eine oder andere sagt, er ist sehr konservativ und erwartet sich da durchaus schon ein bisschen mehr, was aus meiner Sicht möglich ist. Ich habe letzte Woche auch mit dem Dr. Mendel im Vorstand telefonieren können. Bei Elmos läuft das Geschäft, sind im Automotive-Bereich mit ihren Halbleitern sehr stark vertreten. Also die Zahl der verbauten Halbleiter von Elmos in Autos, sei es jetzt ganz normal herkömmliche Antriebe oder eben auch die modernen E-Autos, die kommen werden. Das Elmos ist überall vertreten, kann man fast sagen, in sehr, sehr vielen Autos und die schaffen das Ganze jetzt eben auch operativ in bare Münze umzusetzen. Wir haben hier einen mustergültigen Aufwärtstrend gesehen, wir haben jetzt hier tatsächlich den extremen Peak, den Ausbruch nach oben gesehen mit den Zahlen, aber bei der Margensituation, die das Unternehmen jetzt auch für dieses Jahr, wir wollen jetzt wieder den Sprung in zweistellige Margen, EBIT-Margen schaffen, Q4 beispielsweise 17,7% Marge letztes Jahr. Das war ein extrem positives Ergebnis, aber der Trend ist hier ganz klar nach oben gerichtet. Vielleicht gehen wir hier auch einfach mal auf den 3-Jahres-Chart, dann können wir nochmal schauen, wohin die Reise jetzt kurzfristig gehen kann. Man sieht es hier sehr schön, wir haben hier diese Talsohle schön mustergültig durchschritten und laufen jetzt hier Richtung, das ist das Jahreshoch, das passt halt nicht zu dem Chart. Wir laufen Richtung 20-Euro-Marke, um es mal auf den Punkt zu bringen. Jetzt werden wir natürlich hier nicht stringent nach oben laufen, werden wieder Konsolidierungen sehen, so wie hier auch zwischen Konsolidierungen. Aber mit ein bisschen Weitblick und wer die Aktie etwas länger im Depot halten kann, kann selbst auf diesem Niveau noch einsteigen. Denn das, was das Unternehmen jetzt in den nächsten Jahren liefern wird, das wird sich sehen lassen. Und noch zum Abschluss hier tatsächlich eine Dividendenrendite von über 2% für einen Technologiewert, für einen Halbleiterhersteller auch. Ja, eine Seltenheit, will ich nicht sagen, aber ein angenehmes Zubrot, sagen wir mal so, für den Investor. Das ist ein schöner Abschlusswert für diese Sendung. Ganz herzlichen Dank, Michael, für die vielen wertvollen Hinweise. Zuschauer, ich bin mir sicher, da ist das ein oder andere dabei, worauf man vielleicht sonst gar nicht gestoßen wäre. Ich wünsche Ihnen auf jeden Fall viel Spaß und Erfolg beim Handeln und bis nächsten Montag dann hier.